Den ersten Slammer, Applaus für den ersten Vortrag. Hört man mich? Ja? Da gibt es eigentlich noch einen Laserpointer oder sowas? Habe ich ganz viel. Nee, jetzt wirklich. Der schwarze Presenter, der auf dem Pult liegt, hat auch einen Laserpointer. Das Ding hier? Das Ding da. Oben der Knopf mit dem grünen Laser drauf. Okay, cool. Funktioniert, ja? Okay. Okay, jetzt geht's los, ja? Gut. Nee, hab schon. Hab schon einen. Ja, hallo. Mein Vortrag heißt Elektronen zählen, hat damit aber gar nichts mehr zu tun. Tut mir leid. Ich hatte ihn eigentlich perfekt vorbereitet, doch dann, hey, wer ist das mit dem Laserpointer hier? Doch dann sollte ich Probevortrag von meinem Professor halten und er fand den gar nicht gut. Das anschließende Gespräch lief ungefähr so. Das war vorgestern übrigens, ja, und dachte mir, gut, dann machst du mal schnell einen neuen Vortrag. Also werde ich heute über eines der großen Rätsel der Menschheit sprechen, das ist das sogenannte Milchkaffee-Problem. Ja? Also, ich trinke meinen Kaffee mit Milch und ohne Zucker. Ja, mal vielleicht so eine kurze Umfrage, wer trinkt hier noch Kaffee mit Milch? Mal bitte Arm heben, oder Schwarztee geht auch. Okay, Arm oben lassen bitte, ich zähle mal. 1, 2, 3. Nee, okay, gut, okay. Nee, es sind so circa 2/3 werden verstehen, wovon ich jetzt rede. Das ist gut für einen Theorievortrag, ja, gute Quote. Also was passiert, wenn ich Milch in Kaffee reintue? Ja, kennt jeder, oben sind mal so Fotos gezeigt. Oh, ja. Ja. Und hier unten ein bisschen schematischer, ne? Die Milch löst sich irgendwie auf im Kaffee. Und am Ende hat man so ein homogenes, braunes Gemisch, was man halt trinkt. Funktioniert übrigens auch ohne Löffel ganz schnell. Und die Frage, warum sich die Milch im Kaffee auflöst, ist offensichtlich vollkommen äquivalent zu der Frage, warum die Zeit vorwärts läuft. Ja, warum gehen die Uhren so rum und nicht so rum? Ja? Warum können wir Vergangenheit und Zukunft unterscheiden? Ja, falls jetzt hier nicht Physiker sind, die sich gerade wundern, worüber ich rede, also für einen Physiker ist es äußerst schwer zwischen Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden, weil die mikroskopischen Gesetze der Natur, die die Elektronen und Atome und so beschreiben, sind Zeitumkehr-invariant. Das heißt, ich kann die Zeit rückwärts statt vorwärts laufen lassen und die Gesetze bleiben die gleichen und die Lösungen sind immer noch da, wie sie vorher waren. Aber in unserer makroskopischen Alltagswelt gibt es irgendwie klar Phänomene, die nur in eine Richtung laufen, ne? Also, wir werden älter, mit der Zeit auch vergesslicher und leider auch hässlicher. Ja, bei manchen ja schon weiter fortgeschritten, bei manchen nicht. Und genauso ist es mit dem Milchkaffee, ne? Die Milch löst sich im Kaffee auf, ja, würde ich das andersrum zeigen, würde irgendwas nicht stimmen, ne? Nun bin ich aber Theoretiker und habe mich gefragt, gibt es nicht doch irgendeine Wahrscheinlichkeit, dass ich die Milch im Kaffee wieder zusammenzieht? Gut, Antwort, na klar gibt es die, ist nur sehr klein und das möchte ich mal an folgender Wette illustrieren. Ja? Also angenommen, wir starten hier so mit der Milch, die sich gerade begonnen hat, im Kaffee aufzulösen. Und ja, ich sage, im nächsten Augenblick wird sich die Milch wieder zusammenziehen. Und mein Wettpartner wettet dagegen, sagt, okay, die Milch dehnt sich weiter aus. Ich habe dafür mal so Wahrscheinlichkeiten P eingeführt. Dann ist die Frage, wenn ich 1 Euro setze, ja, wie viel muss mein Wettpartner setzen, damit das eine faire Wette wird? Ne? Wahrscheinlich werde ich ziemlich oft 1 Euro abdrücken. Aber wenn ich mal gewinne, dann möchte ich meine ganzen Verluste wieder drin haben. Also wie hoch ist da dieser Geldberg? Ja? Zu lösen ist dann ein einfacher Dreisatz, kennt man noch aus der Grundschule. Ja. Das ja. Die Leute erinnern sich. Das Problem ist natürlich irgendwie hier links den Ausdruck zu bestimmen. Ja, kann man nicht erwarten, dass man so schnell mal die Wahrscheinlichkeit dafür hinschreiben kann. Wenn
es nicht ein wunderschönes Theorem gäbe. Das ist das sogenannte Fluktuationstheorem. Und das sagt es. Das Verhältnis dieser Wahrscheinlichkeiten durch E hoch schwarzer Kringel, Pfeil, brauner Kringel gegeben ist. Ja? Und Leute, die statistische Mechanik betreiben, die lieben dieses Theorem. Ja? Also zu denen gehöre ich auch. Warum? Weil das stellt quasi die Brücke zwischen der mikroskopischen und der makroskopischen Welt dar. Dieses Theorem sagt, der Vorgang, den alle erwarten, ne? Also dass sich die Milch auflöst im Kaffee, dass es am Ende braun wird, der ist nicht unabhängig von dem umgekehrten Vorgang, den eigentlich keiner erwartet, sondern die hängen irgendwie zusammen, eben durch diesen Exponentialfaktor. Und falls hier Leute drin sitzen, die Ahnung von Physik haben, den will ich nicht vorenthalten, steht natürlich die Entropieänderung eigentlich drin, statt solchen lustigen Kringeln, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. So, die Frage ist, wie hoch setzt dieser Geldberg, ja? Also, man nehme die griechischen Staatsschulden. Die betragen derzeitig 370 Milliarden Euro. Aber das ist noch nicht genug, man muss das noch irgendwie umrechnen in die richtige Währung, sage ich mal. Leider sind derzeitig alle aktuellen Währungen ein bisschen zu stark, zu gut. Deshalb habe ich mal eine genommen von vor 90 Jahren, ja, als Brötchen noch 1 Million kosteten. Und dann nimmt man diesen Ausdruck und dann exponentiert man ihn und dann hat man den Geldberg, den der andere setzen müsste. Ja? So. Und das Schöne an der Physik ist, es ist eine Naturwissenschaft. Das heißt, der Prüfstein auf ihre Gültigkeit ist das Experiment und nichts anderes. Und die Theorie haben wir jetzt gesehen, jetzt müssen wir das Experiment machen. Ich habe da schon hier links alles vorbereitet und meine Glückskuh mitgebracht. Ja. Ja, funktioniert schon wunderbar. Da ist die Kamera. Also, hier habe ich 1 Euro. Ich wette 1 Euro, dass sich die Milch in der Tasse dann wieder zusammenziehen wird. Ja? Wer wettet gegen mich? Ja, also hier ist der Euro. Wer traut sich? Wer denkt, er hätte eine Chance gegen mich zu gewinnen? Ja, okay, nicht so viele Freiwillige. Okay, vorne sehe ich so Studenten. Nee, also, okay, also. Ich würde ungern Studenten das Geld aus der Tasche ziehen. Also. Gibt's denn Professoren hier? Erstmal alle Professoren, die. Also Professoren mal bitte melden. Der wird noch nicht ausgesucht. Hier vorne zum Beispiel sitzen Professoren, oder? Traut sich hier jemand gegen mich zu wetten? Also ist 1 Euro, ja? Also wenn Sie mal Geld anlegen sollten bei einer Bank und mit den Gewinnchancen, also ich würde das. Nein? Da hinten? Sie? Okay, dann da gibt es einen mutigen. Sie sind? Brandes. Professor Brandes, ja. Von welcher Universität? Einer der dobesten Universitäten in Berlin. Okay, also herzlich willkommen, Professor Brandes, von einer der dobesten Universitäten in Berlin. Ja, da sind immer die schlauesten Professoren zu finden, nicht wahr, bei den dümmsten Unis. Sie haben bestimmt keine Thermodynamik gehört. Ja, nee. Wir reden ja auch über statistische Mechanik hier, ne? Also Thermodynamik ist ja nur so der Grenzfall, der sowieso eigentlich nie exakt ist, ne? Ist ein bisschen, egal. Wie viel Geld haben Sie denn dabei jetzt? Nichts. Okay. Das hätte jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Okay, also wenn Sie gewinnen, ja, dann kriegen Sie hier meinen Euro. Ja, ist geschenkt, ja. Aber halt, nicht so weit hier. Aber wenn ich gewinne, dann geben Sie allen Studenten ab sofort die 1-0 in der Prüfung. Oh, es ist schon die gelbe Karte. Oder haben Sie Angst zu verlieren? Ne? Thermodynamik kennen Sie, oder? Also kann. Ja, gut, ja? Okay. Wunderschön. Sie machen Theorie oder Experiment?
Okay, dann bleiben Sie lieber da. Okay, gut. Also ich habe ja alles schon vorbereitet. Ich beeile mich. Hier ist Kaffee drin, also so löslicher. Den tue ich jetzt hier rein. Wird alles wunderschön angezeigt. So, hier habe ich normales Wasser. Erhitzt natürlich, wenn es jetzt irgendwie. Jetzt. Wollen Sie mal probieren? Die Hände sind so schwitzig, das. Super. Dann mach das mal. So. Danke, danke. Ich bin gleich fertig. Sieht man den Kaffee da? Ja, ich brauche nur. So. So, hier handelsübliche Kondensmilch, ja, Marke Ja. So. Und Sie konzentrieren sich jetzt auf die Oberfläche der Kaffeetasse und alle Studenten hoffen, dass es nicht braun wird. Wie alle erwarten, ja. Sie sind bereit? Ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich verrechnet irgendwie in der Rechnung, aber egal. Ach so, wenn ich irgendwas gelernt habe vom Praktikum, dann das. Okay, ja, dann jetzt sage ich, top, die Wette gilt. Es wird irgendwie, ja, ist irgendwie. Also irgendwie die Milch ist gerade weg irgendwie, also irgendwie ganz schön komisch. Also, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Also ich habe Ihnen gleich gesagt, das kann passieren, ja, tragen Sie es mit Fassung. Also die Wahrscheinlichkeit ist ungleich null, habe ich Ihnen ausgerechnet. Habe ich übrigens wirklich berechnet, also wer mir nicht glaubt, der kann gern, ja, hallo, reden Sie mit, nein, ja, naja, ja, jetzt ist mir auch irgendwie leid für Sie. Also aus Mitleid gebe ich Ihnen den Euro trotzdem, ja. Vielen Dank fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören, ja. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch und ohne Zucker. Ja, mal vielleicht eine kurze Umfrage. Wer trinkt hier noch Kaffee mit Milch? Mal bitte Arm heben. Oder Schwarztee geht auch. Okay, Arm oben lassen bitte. Ich zähle mal. 1, 2, 3. Nee, okay, gut. Okay. Nee, sind so circa 2/3 werden verstehen, wovon ich jetzt rede. Das ist gut für einen Theorievortrag. Ja, gute Quote. Also was passiert, wenn ich Milch in den Kaffee reintue? Ja, kennt jeder. Oben sind mal so Fotos gezeigt. Oh, ja. Und hier unten ein bisschen schematischer, ne? Die Milch löst sich irgendwie auf im Kaffee und am Ende hat man so ein homogenes braunes Gemisch, was man halt trinkt. Funktioniert übrigens auch ohne Löffel ganz schnell. Und die Frage, warum sich die Milch im Kaffee auflöst, ist offensichtlich vollkommen äquivalent zu der Frage, warum die Zeit vorwärts läuft. Ja, ja, warum gehen die Uhren so rum und nicht so rum? Ja? Warum können wir Vergangenheit und Zukunft unterscheiden? Ja, falls jetzt hier Nicht-Physiker sind, die sich gerade wundern, worüber ich rede, also für einen Physiker ist es äußerst schwer, zwischen Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden, weil die mikroskopischen Gesetze der Natur, die die Elektronen und Atome und so beschreiben, sind Zeitumkehr-invariant. Das heißt, ich kann die Zeit rückwärts statt vorwärts laufen lassen und die Gesetze bleiben die gleichen und die Lösungen sind immer noch da, wie sie vorher waren. Aber in unserer makroskopischen Alltagswelt gibt es irgendwie klar Phänomene, die nur in eine Richtung laufen. Ne? Also, wir werden älter. Mit der Zeit auch vergesslicher und leider auch hässlicher. Ja. Bei manchen ja schon weiter fortgeschritten, bei manchen nicht.
Und genauso ist es mit dem Milchkaffee, ne? Die Milch löst sich im Kaffee auf, ja, würde ich das andersrum zeigen, würde irgendwas nicht stimmen, ne? Nun bin ich aber Theoretiker und habe mich gefragt, gibt es nicht doch irgendeine Wahrscheinlichkeit, dass sich die Milch im Kaffee wieder zusammenzieht? Gut, Antwort, na klar gibt es die, ist nur sehr klein und das möchte ich mal an folgender Wette illustrieren, ja? Also angenommen, wir starten hier so mit der Milch, die sich gerade begonnen hat, im Kaffee aufzulösen. Und ja, ich sage, im nächsten Augenblick wird sich die Milch wieder zusammenziehen. Und mein Wettpartner wettet dagegen, sagt, okay, die Milch dehnt sich weiter aus. Ich habe dafür mal so Wahrscheinlichkeiten P eingeführt. Dann ist die Frage, wenn ich 1 Euro setze, ja, wie viel muss mein Wettpartner setzen, damit das eine faire Wette wird? Ne? Wahrscheinlich werde ich ziemlich oft 1 Euro abdrücken. Aber wenn ich mal gewinne, dann möchte ich meine ganzen Verluste wieder drin haben. Also wie hoch ist da dieser Geldberg? Ja? Zu lösen ist dann ein einfacher Dreisatz, kennt man noch aus der Grundschule. Ja. Man nehme die griechischen Staatsschulden. Die betragen derzeitig 370 Milliarden Euro. Aber es ist noch nicht genug, man muss das noch irgendwie umrechnen in die richtige Währung, sage ich mal. Leider sind derzeit alle aktuellen Währungen ein bisschen zu stark, zu gut. Deshalb habe ich mal eine genommen von vor 90 Jahren, ja, als Brötchen noch 1 Million kosteten. Und dann nimmt man diesen Ausdruck und dann exponentiert man ihn und dann hat man den Geldberg, den der andere setzen müsste. Ja? So. Und das Schöne an der Physik ist, es ist eine Naturwissenschaft. Das heißt, der Prüfstein auf ihre Gültigkeit ist das Experiment und nichts anderes. Und die Theorie haben wir jetzt gesehen, jetzt müssen wir das Experiment machen. Ich habe da schon hier links alles vorbereitet und meine Glückskuh mitgebracht. Ja. Ja, funktioniert schon wunderbar. Da ist die Kamera. Also, hier habe ich 1 Euro. Ich wette 1 Euro. Dass sich die Milch in der Tasse dann wieder zusammenziehen wird. Ja? Wer wettet gegen mich? Ja, also hier ist der Euro. Wer traut sich? Wer denkt, er hätte eine Chance gegen mich zu gewinnen? Ja, okay, nicht so viele Freiwillige. Okay, vorne sehe ich so Studenten. Nee, also. Ich würde ungern Studenten das Geld aus der Tasche ziehen. Also. Gibt es denn Professoren hier? Erstmal alle Professoren, die... Also Professoren mal bitte melden. Der wird noch nicht ausgesucht. Hier vorne zum Beispiel sitzen Professoren, oder? Traut sich hier jemand gegen mich zu wetten? Also ist 1 Euro, ja? Also wenn Sie mal Geld anlegen sollten bei einer Bank und mit den Gewinnchancen, also... Ich würde das. Nein? Da hinten? Sie? Okay, dann da gibt es einen Mutigen. Wahnsinn. Brandes? Professor Brandes, von welcher Universität? Einer der doofsten Universitäten in Berlin. Okay, also herzlich willkommen, Professor Brandes, von einer der doofsten Universitäten in Berlin. Ja, da sind immer die schlauesten Professoren zu finden, nicht wahr, bei den dümmsten Unis. Sie haben bestimmt keine Thermodynamik gehört. Ja, nee. Wir reden ja auch über statistische Professoren, die... Also Professoren mal bitte melden. Der wird noch nicht ausgesucht. Hier vorne zum Beispiel sitzen Professoren, oder? Traut sich hier jemand gegen mich zu wetten? Also ist 1 Euro, ja? Also wenn Sie mal Geld anlegen sollten bei einer Bank und mit den Gewinnchancen, also ich würde das... Nein? Da hinten? Sie? Okay, dann da gibt es einen Mutigen. Brandes? Professor Brandes, von welcher Universität?
einer der großen Universitäten in Berlin. Okay, also herzlich willkommen, Professor Brandes, von einer der großen Universitäten in Berlin. Ja, da sind immer die schlauesten Professoren zu finden, nicht wahr, bei den dümmsten Unis. Sie haben bestimmt keine Thermodynamik gehört. Ja, nee. Wir reden ja auch über statistische Mechanik hier, ne? Also Thermodynamik ist ja nur so der Grenzfall, der sowieso eigentlich nie exakt ist, ne? Egal. Wie viel Geld haben Sie denn dabei jetzt? Nichts. Okay, das hätte jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Okay, also wenn Sie gewinnen, ja, dann kriegen Sie eben 1 Euro. Ja, ist geschenkt, ja. Aber halt, nicht so weit hier. Ne? Aber wenn ich gewinne, dann geben Sie allen Studenten ab sofort die 1-0 in der Prüfung. Oh, es ist schon die gelbe Karte. Oder haben Sie Angst zu verlieren? Ne? Thermodynamik kennen Sie, oder? Also, ja, gut, ja? Okay. Wunderschön. Sie machen Theorie oder Experiment? Okay, dann bleiben Sie lieber da. Okay, gut. Also ich habe ja alles schon vorbereitet. Ich beeile mich. Hier ist Kaffee drin, also so löslicher. Den tue ich jetzt hier rein. Wird alles wunderschön angezeigt. So, hier habe ich normales Wasser. Erhitzt natürlich, wenn es jetzt irgendwie. Jetzt. Wollen Sie mal probieren? Die Hände sind so schwitzig, das ist super. Dann mach das mal. So. Danke, danke. Ich bin gleich fertig. Sieht man den Kaffee da?